Er hat gerade gemeckert, dass es nicht erreichbar wäre. Ja, die Frage, ob du das gleich nochmal machst. Es wäre halt doof, wenn ich jetzt hier doch noch so eine Kurve da reinbauen müsste. Wobei uns das ein bisschen was ersparen würde, tatsächlich. Von daher, ich... Da kann ich das nicht rüberlegen, verdammt. Ich mach das mal so. Mach ich das so? Nee, ich mach das mal nicht so. Ich würde das wirklich gerne hier auf beiden Seiten mal machen. Dass man auf beiden Seiten eine Lok hat. Das sollte funktionieren, meines Wissens. Ich habe es extra im Internet nachgeguckt gehabt, weil ich mich gewundert habe, dass das mit dem Zug nicht funktioniert. Ich habe gesehen, dass man das machen kann, dass man das an beide Seiten packt. Deswegen gehe ich da einfach mal von aus. Achso, hier ist eine, die nicht da drin ist. So, und dann fährt es los. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ah. Moment, ich muss da hoch. ich will das sehen. Brumm. Ich muss mir das doch angucken. Wenn wir schon so ein Meisterwerk bauen hier, au. Dann muss ich da doch natürlich das mit angucken. Ich hätte die Zeit mal doch ein bisschen länger einstellen sollen. Au. Es steht. Und es scheint gut zu stehen. Also wenn hier was steht, dann ja wohl das. Ich mache das mal ein Ticken länger hier. Ja, sinnvollerweise. Es fährt aber zurück. Das ist super. Genauso muss das sein. Und ich glaube auch, dass alle... Gut, es sind nur vier gewesen. Aber die konnten zumindest alle was machen. Da haben wir zumindest einiges, was raushauen können hier. Das ist schön. Das ist ein Traum. Und hier oben müssen wir wirklich mal so ein bisschen mehr noch ausbauen. Wäre schön, da nochmal zweite und dritte Mauer außenrum machen oder so. Dass das Zeug innen mal geschützt ist. Wobei die Gegner auch Fernkampf können, je nachdem, was man da für Gegner hat. Und die werden auch immer anstrengender. Je mehr Umweltverschmutzung man macht und je weiter die Zeit voranschreitet, werden die Gegner tatsächlich recht zickig. So, und da haben wir Eisen. Ist das nicht schön? Okay, das kann gerade mal alles nichts machen, weil das hier zu voll ist. Ja, aber das reicht für die Öfen, reicht es vollkommen aus. Von daher, man könnte das machen, dass man das hier auch zweispurig nebeneinander macht und dass das quasi auf eine eigene Spur ausgeladen wird. Das wäre sogar sinnvoll. Deswegen mache ich das einfach mal. Dass man hier sagt, komm, das ist zwar schön, aber... So. So viel dazu. Dass man das hier so ein bisschen wegnimmt. Und dann von oben hier ranführt. Andersrum. So. Und das führt man dann einfach zu. Damit das schön aufgeteilt ist. Dass man halt die Waren auf beiden Seiten verteilt, so wie sich das gehört. Wenn man das Fließband schon nicht mit verschiedenen Waren nutzt, sondern nur für eine, dann sollte man das auch möglichst gleichmäßig verteilen, denke ich mal. Zumindest ergibt es Sinn. Deswegen mache ich das einfach mal. Und da ist die Bahn wieder. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Bahn eigentlich über den Haufen fährt. Das ist tatsächlich ein Problem, was man haben kann. Okay, es sind doch nur vier, die ich hier habe. Es sind aber fünf. Ich könnte da unten noch einen machen. Also man muss aufpassen, dass man nicht selbst überfahren wird. Das kann wirklich ein Problem sein. Das kann recht schmerzhaft werden. Weil so ein Ding macht ziemlich einen Schaden. Man kann spontan sterben. Ne? Und wie das mit dem spontanen Sterben so ist. Wenn man lange leben möchte, sollte man das vermeiden. Nur ein Tipp am Rande. Hier muss überhaupt kein schnelles Band sein. Das sieht ein bisschen sehr komisch aus, so wie das so rumwabbelt hier. Also ist das halt gerade mal. Was mache ich? Was mache ich? Ich sollte den anderen Kram hier ein bisschen voll bauen. Ich muss vor allem mal angucken, wo ich da noch alles hin muss. Das wäre mal sehr sinnvoll. Das wäre wirklich mal sinnvoll. Und mich um Kupfer kümmern, was dann von da unten käme direkt. Das ist kaputt gegangen hier. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Weil hier wäre halt noch Krams. Wobei, das kann ich direkt mitnehmen hier. Und hier ist auch kaputt. Ah. So. Ja, das muss beschützt werden hier. Das muss heile gemacht werden. Beziehungsweise es muss anders sein. Es muss schöner sein. Aber. Mache ich das jetzt? Ich müsste, theoretisch müsste ich über eine ganze dicke Mauer rumschmeißen, aber wie das halt so ist. So, es wird so viel hier eingeladen, das kann gar nicht so schnell verarbeitet werden. Ich könnte das nochmal hier alles aufbauen.
nochmal deutlich erweitern. Man sollte meinen, dass es eventuell reichen könnte. Hier kommt zumindest eine Menge an, das ist schon mal okay. Und der packt... Warum packt ihr den ganzen Krams hier rein? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Naja, das muss anders hier. Das muss direkt geteilt werden. Ich brauche hier direkt eine Zulieferung in umfangreich. Das heißt, einmal hier so einen ollen Wegteiler. Und das muss mal richtig... Das muss mal richtig krachen, da muss ordentlich was ankommen oben. So. Und das geht am sinnvollsten... Also es geht tatsächlich sehr angenehm oder sehr viel sinnvoller mit den Wegteilern hier, mit den Teilern. Da kommt zumindest auch ein bisschen was an. Das ist ganz schön. Ah, das geht auch. Genau, die Greifarme sind da schon schnell genug für, das passt schon. Sehr gut, das heißt, wir haben hier gerade mal die Stahlträgerproduktion erheblich erhöht. Das ist cool. Der Arm muss noch schneller sein. Achso. Kriegt ihr das hin? Doch, das geht. Doch, das geht. Damit hier auch mal ein bisschen was getan wird. Wobei, nach oben dürfte halt schon deutlich mehr auch nachkommen. Eigentlich, sind wir mal so ehrlich, so viel Eisen brauche ich da gar nicht mal, ne? Es wäre wahrscheinlich schön, wenn hier alles einfach mal komplett die ganze Zeit befüllt wäre. Noch mehr. Glaube ich mal, es wäre noch schöner. Wir machen das einfach mal noch weiter hier. So. Da passiert einfach mal noch mehr als notwendig. Klaut man sich das einfach gegenseitig weg. Das Eisen hier unten, das wird letztendlich ja auch nur eingelagert. Ich brauche die Eisenplatten. Doch, ich brauche auch Eisenplatten. 3000. Warum brauche ich auch... Was brauche ich denn eigentlich alles nicht? Satirisch viel von allem. Wer macht denn sowas? Wer tut denn sowas? 50 davon haben wir. Das ist schon mal gut. Die werde ich auch nicht verlieren. Das passt schon mal. Was fehlt hier jetzt noch? Dennoch keine Kupferzufuhr. So. Machen wir es so. Sollte passen. Die Stahlträger, die anderen, die habe ich alle dabei. Das ist schlecht. So. Wo habe ich denn... Habe ich noch eine Kiste. Ist es schön, dass wenn man hier über die Sachen drüber geht, dass einem angezeigt wird, wenn man die schon im Inventar hat. Die blinken dann halt gelb hinterlegt auf hier. Das ist sehr angenehm. 1500 Stahlträger, das heißt so viele. Weil das alles voll ist, ne? Dann geht es aber mal richtig rund hier. Dann ist aber mal einiges am Dampfen hier. Ist toll. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Wie viele spuckt der pro Sekunde aus? Was dauert so ein Stahlträger? Stahlträger. 17,5 Sekunden. Wobei, das ist hier, die Herstellergeschwindigkeit ist 2. Von daher sind das keine 17, sondern entsprechend die Hälfte davon. Das ist schon mal okay. Ja, ich werde trotzdem irgendwann so ein bisschen vorspulen müssen. Wobei wir so lange halt noch an der Schienenstrecke herumwerkeln. Es wird ja schon angedeutet, wo die hinführt. Von daher, ich folge einfach mal dem Ruf der Schiene und hoffe mal, dass da entsprechend auch was Sinnvolles zu finden ist. Denn ja, ist natürlich was im Weg. Natürlich. Ich meine, da wird auch Strom hingeführt, ne? Aber wenn er im Weg ist, ich weiß nicht, wie die das dann vorher gemacht haben. Sah ein bisschen sehr unsinnig aus, gerade mal. Aber gut, so ist das Leben. Manchmal ein bisschen unsinnig. Immerhin, dass hier unten geht. Ja, ja. Leider kann man das nicht gedrückt halten oder sollte man nicht so gedrückt halten, weil man sieht, was dabei rauskommt. Da ist das Wegmachen dann tatsächlich wieder ein bisschen langsamer als das überhaupt Hinbauen. Mit langsamerem Hinbauen. Und ich muss gerade mal gucken, ob hier noch genug Motorengeschichten passieren. Ich hätte da gerne nicht nur 10, ich hätte da gerne noch 30 Stück. Ist zwar jetzt eine ganze Menge, aber... Es ist tatsächlich sinnvoll. Weil ich brauche dann entsprechend noch viel Krams. Ich brauche noch 2 ganze Loks. Das ist das Problem gerade mal. Warte mal, hier brauche ich eine Eisenplatte für. 2 Eisenplatten für. Ja, es wird schon gehen. Es dauert einen kleinen Ticken. Aber Stück für Stück kriegen wir den ganzen Krams hin. Gehe ich mal stark von aus. Wenn nicht, dann wäre das ein bisschen seltsam. Wenn die Mission nicht schaffbar wäre, das wäre echt ein bisschen seltsam dann.
Signal steht hier nicht. Nee, das ist schlecht. Kann ich das wenigstens schon mal herstellen? So ein Signal. Da brauche ich Schaltkreise und Platten für. Hier passiert auch gar nichts mehr. Toll. Die kann ich dann direkt mal mitnehmen. Den ganzen Krams hier. Ich mache mir mal ein schnelleres Abrisswerkzeug. Das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Geht dann etwas fluffiger. Weil sobald die Mengen auch ein bisschen größer sind, ist das Abreißen auch ein bisschen umständlicher. Das dauert dann auch einen Ticken länger. Und man wird irgendwann wirklich ein bisschen ungeduldig, weil viele Sachen funktionieren automatisch. Da braucht man quasi keine Zeit mehr aufwenden. Und wenn dann Sachen dann doch plötzlich länger brauchen als erwartet, dann wird man so ein bisschen hibbelig. Habe ich zumindest den Eindruck. So, können wir uns mal ein paar von den Teilen klauen hier. So. Die Kisten sind gerade mal ziemlich voll, von daher, ich könnte sehr viel mehr noch davon verarbeiten. Von dem ganzen Krams hier. Achso, ich sollte das erstmal heile machen. Allerdings müsste ich dann entsprechend noch viel mehr Sachen bauen. Wer hätte es gedacht? Aber es wäre schon erheblich mehr, was dann da so los wäre. Und da ich im Moment keine Blueprints und solchen ganzen Krams habe, dass ich einfach Sachen vermehrfachen kann, wird es ein bisschen schwierig. Da werden wir später auch noch zukommen, was ziemlich cool ist. Ich habe das doch gar nicht benutzt. So, wo habe ich die Reparaturteile? Ja, habe ich sie. Ja, mach was heile. Wobei, das hier wäre fast das sinnvoller. Dass der Weg da nicht zerfällt. Und so eine Kiste reparieren ist auch immer praktisch. Auch wenn da... da ist was drin. Geschwindigkeitsmodule. Moment. Das ist gut. Die sind ziemlich, ziemlich wertvoll. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man die braucht. Kann man das da reinbauen? Nee. Verdammt. Wir können es aber hier hinten reinpacken, in die anderen Sachen. Geschwindigkeitsmodule, man sieht das da hier. Erhöht die Geschwindigkeit der Maschine auf Kosten des Energiebedarfs. Maximaler Energieverbrauch plus 70%, aber Herstellgeschwindigkeit plus 50%. Das ist eine Menge und man kann in die Dinger... Okay, in welche kann man das genau reinmachen? Hier. Kann man da tatsächlich mehrere von reinpacken, was sehr angenehm ist. Oh, das sind schon 49. Das heißt, gerade hier ist das zum Beispiel ein schönes Ding, dass man einfach ein paar mehr von hat. Wobei ich da gerade mal nicht so knalle viel von brauche. Machen wir es so. Wo kann ich das denn noch machen? In den Öfen kann ich das nicht machen. Munitionsfabrik. Ich müsste halt große Teile bauen, dann würde das gehen hier. Wenn ich die hier ersetze, dadurch, dann kann ich hier welche reinzimmern. Was ganz toll ist. Der Energieverbrauch wird entsprechend ziemlich hoch dann, ne? Aber ansonsten hat das eigentlich keinen Nachteil. Es geht halt sehr viel schneller, als wenn man das so macht. Ne? Lahm. Schneller, sehr viel schneller, erheblich schneller. Doch, das macht einen Unterschied. Ziemlich. Muss ich ja mal zugeben hier. Aber wie gesagt, leider geht es nicht auf alles, was man da so macht. Aber es ist immer schön, dass die Sachen übernommen werden, wenn man die einfach so überschreibt. Das ist immer toll. Das kann ich doch sehr gut heißen. Ja. Kupfer ist bald voll, das heißt, wenn das voll ist, dann wird es hier auch einfach mal so durchrauschen. Bis nach hinten durch. Dann wird auch der ganze Kram wieder schneller funktionieren und besser. Das wird dann toll. Hoffentlich. Zumindest wird es dann funktionieren. Und ich brauche mehr Strom. Wie sieht es nachts überhaupt aus hier? Stromproduktion nicht ausreichend. Schade. Es gibt immer was zu machen. Es gibt immer was zu tun hier. Das ist wirklich... nicht so wenig hier. Es sieht immer so aus, als ob man irgendwie mal was erreicht hat. Und man hat auch was erreicht, aber der nächste Schritt, die nächste Baustelle taucht immer sehr, sehr schnell wieder auf. Achso, hier fehlt die Kohle. Aha. Es geht immer ziemlich, ziemlich fix, dass man wieder was Neues zu machen hat. So richtig entspannen kann man sich so selten. Ja, da oben wird angegriffen. Ich weiß. Ach, die wurden zerstört, die Sachen. Och, nö. Och, nö, hö. Ja, weil der Strom fehlt, aber... Ach, verdammt. Oh, das war knapp. Blöder Strom. Warum muss der fehlen?
Das ist schlecht. Warum muss der immer fehlen? Das ist doch ungünstig. Ich hoffe mal, das versorgt sich gleich hier von alleine. Das ist sehr uncool, wenn ich da jetzt viel verloren hätte. Da wäre ich natürlich nicht dafür. Ja, und ich weiß, dass man das hier... Also ich müsste eigentlich sehr, sehr viel sicherer spielen im Sinne von, ich müsste da sehr viel mehr für die Sicherheit sorgen. Und vor allem, dass die Grundlagen halt funktionieren, ne? Weil wir die Grundlagen keinen Bock mehr haben, dann kann der Rest natürlich auch nicht mehr funktionieren. Dann, sobald dann irgendwas passiert, fällt das alles auseinander, wie man vielleicht ein bisschen sieht. Au! Okay, das war schlecht. Das war knapp. Der Pfeiler, der stirbt irgendwann, also der ist irgendwann auch mal kaputt. Huch, nein, 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 halt. So ein Pfeiler ist auch irgendwann mal kaputt. Wie man vielleicht leider merken muss. Da bin ich ja anscheinend auch schon mal gegen gefahren. Halte ich aber für ein Gerücht. Ich fahre ja doch perfekt, muss ich ja sagen. Das kann eigentlich nicht sein. So, oha. Das sieht sehr uncool aus. Das sieht wirklich sehr uncool aus. Vor allem, das hier jetzt händisch zu reparieren, ist halt ziemlich albern. Ich wüsste halt nur mal gerne, oder ich würde gerne irgendwie gucken, dass ich die Nester da ausschalten kann, weil die sind ein bisschen sehr uncool. Sobald die weg wären, würde der Stress hier doch sehr viel geringer werden. Die machen dann noch eine sehr große Menge aus. Hier sind wirklich mehrere Nester einfach mal direkt in der Gegend. Hier unten und da oben ist auch noch eins, wie man auf der Karte sehen kann. Und die kommen eigentlich von beiden Stellen. Und das ist nicht gut. Weil ich habe keine Lust, hier alles per Hand immer zu reparieren. Da habe ich auch was anderes zu tun. Da kann ich meine Zeit auch anders nutzen hier. Deswegen, es wäre schön, wenn das hier mal ein bisschen einfacher ginge. Kann ich ein bisschen was von herstellen, Teile von da vorne der Mauer und sowas. Weil letztendlich so richtig viel... Also ich muss mal gucken, wie ich das mache hier. Ich hätte gerne das Geld bitte. Eisenplatte. Natürlich habe ich genau eine Eisenplatte nicht dabei. Toll. Geschütztürme habe ich auch nicht. Das ist auch schlecht tendenziell. Das heißt, ich kann hier nicht wirklich viel mehr machen. Eisen haben wir zwar noch genug da. Aber was ist denn schon genug? Sind wir mal so ehrlich. Viel ist zwar gut, aber meistens brauchen wir sogar noch viel mehr. So. Na komm. Eisenplaton. Okay, da kommt ein bisschen Kupfer an. Das ist schon mal gut. Signal. Ich mache da direkt mal zwei neue von. Zwei weitere. Und... Ich brauche Kupfer. Welche Überraschung. Ist das aufregend. Oh, Kupfer. Ich muss einfach alles voller Türme bauen. Dann ist es alles kein Problem mehr. Also theoretisch, ne? Theorie ist ja immer so eine Sache. 39, ja. Wenn der letzte da hier gleich fertig ist. 40, ich hab alle. So, Schnauze. Das reicht mir. Der Rest Stahl bleibt hier, da wo er hingehört. Das ist auch einigermaßen fortgeschritten. Wie sieht's hier aus? Schlecht. Nennen wir es schlecht. Also ein bisschen sehr schwach. Ich muss mal ein bisschen Kupfer nachlegen hier. Ja. Sobald das da voll ist, ne? Da geht's dann rund. Zu allen Seiten. Habe ich da nichts reingepackt? Ich bin auch schlau. Sehr gut. Das geht dann doch sehr, sehr viel fixer. Man könnte das dann entsprechend nochmal sehr viel erweitern, ein bisschen sehr viel ausbauen. Man kann immer eine Menge machen. Ist halt wirklich so. Man muss es halt nur machen. Einfach sagen, ach, theoretisch ginge das. Das hilft nicht. So, ey, hooray. Theorie alleine bringt es auch nicht. Man muss es schon machen. Was fehlt mir? Kupfer, Eisen, alles. Ich nehme einfach mal so einen ganz großzügigen Stapel hier. Zack, zack, davon. Zack, 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 davon.
Da nochmal ein paar vorne. Ich muss auch ein bisschen Muni mitnehmen hier. Es ist zwar schade, die zu verballern, aber es hilft halt. Mal so gesehen. Muss ja. Effizienzmodule können wir halt auch machen. Man kann das dann halt kombinieren. Dass man gleichzeitig den Strom halt auch noch senkt. Dass im Prinzip das Ding dann einfach besser wird. Aber man quasi da keine wirklichen... Also das effizienztechnisch nicht wirklich merkt. Ich hoffe mal, der Strom ist mittlerweile wieder in Ordnung. Das ist sehr in Ordnung. Ich hätte trotzdem gerne Akkus, die ich nicht bauen kann. Das ist schlecht. So. Ich muss trotzdem wieder hochfahren und dann nochmal ein Signal hinpflanzen. Und im Idealfall sogar... Ich kann keine Lasertürme bauen. Verdammt, warum kann ich die nicht bauen? Die waren einfach nur da, ne? Verdammt, ich würde die gerne wieder platzieren. Aber kann ich nicht. Die hätten wir nicht... Autsch! Entschuldigung! Was war das genau? War das mal ein Strommast? Das könnte ein Strommast gewesen sein. Ja. Das war eher uncool. Ja, gut. Machen wir es so. Hau ich da mal einen Teil von rein. Da auch noch einen Teil von rein. So, da sind 45, da sind 25, da sind 30. Das sollte hier erstmal passen. Das könnte eventuell funktionieren. Jetzt kommen sie da von hinten auch noch an. Das ist ja toll. Da reichen die Lasertürme zwar aus, aber man will natürlich immer ein bisschen auf Nummer sicher gehen, was nicht wirklich funktionieren kann. Beziehungsweise funktionieren wird. Hier sind zwei von den Teilen weg, das ist egal. Hier, das Ding muss man neu... Oder habe ich das da einen hinter platziert? Das habe ich schon hier platziert gehabt. Wie heißt denn das? Eisen. Nennen wir es Eisen. Weil falls das mal weggehen sollte... Ah! Dann nennen wir es einfach wieder Eisen und dann erkennt er wieder, dass es die gleiche Baustelle ist. Das ist dann ein bisschen einfacher. Das arme Auto hier, das stirbt immer sehr fast. Au. Und ich bin schuld. Ich muss das ständig reparieren, weil ich das kaputt mache. Das ist total doof.